Diesmal soll es um den Mont Blanc 254 gehen, ein älteres Modell, das von 1954 bis 1959 gebaut wurde. Dieses Modell, was wir hier haben, wir gucken uns das gleich aus der Nähe an, ist eine der früheren Formen. Wir werden es sehen, der Mont Blanc-Name ist hier noch auf der Kappe eingraviert und noch nicht hier auf dem Ring. Die Besonderheit dieser Füller ist, dass er dieser Füllerserie ist, dass sie mit der Flügelfeder ausgestattet sind, und zwar in der frühesten Ausprägung der Flügelfeder. Wir werden das gleich aus der Nähe sehen. Das Besondere an der Flügelfeder war, dass sie oben abgeplattet ist, sodass sie beim Aufdrücken sich nicht so sehr spreizt wie eine normale Feder. Wie gesagt, einer der ersten Mont Blanc-Füller, der nicht geschraubt wurde, mit einer Flügelfeder ausgestattet, also einige Besonderheiten für einen Mont Blanc-Füller der damaligen Zeit. Betrachten wir den Füller aus der Nähe, das Mont Blanc-Emblem, der Clip, der doppelte Kappenring und hier die Federstärke B und auf der anderen Seite die Modellnummer 254. Das war der erste Füllhalter vom Mont Blanc ohne Gewinn, ohne Schraubgewinde, der so aufgesteckt wird, und außerdem auch der erste Füllhalter mit einer Flügelfeder. Wir sehen hier 14 Karat Flügelfeder von Mont Blanc. Hier haben wir das Mont Blanc Emblem und wir sehen hier der Mont Blanc Name im alten Stil graviert. Die moderneren Füllhalter aus dieser Serie hatten dann den Mont Blanc Namen im Kappenring graviert. Okay, also dieser hier nochmal der Tintenleiter, die Flügelfeder, gleich gucken wir uns an, wie der Füllhalter schreibt. Die Feder auf die Schreibbewegung reagiert, ohne Druck, mit Druck,